you. Hard for you. Freedom! Keep your ears to the ground. We're talking about the freedom! Herzlich willkommen in Köln. Wir stehen direkt vor dem Stadion des großen 1. FC Köln. Und als St. Pauli-Fan muss ich sagen, die spielen erste Liga. Bin ein bisschen neidisch. Und die Frage, die ich heute klären werde, spielt dieses Auto hier neben mir auch erste Liga? Das ist der Lexus UX, ein alter Bekannter. Gibt es seit 2019 neu. Und da steht im Kennzeichen, ein E ist kein Plug-in-Hybrid, ist ein reiner Elektrowagen und er hat einen 204 PS Motor, 54 Kilowattstunden Batterie, soll bis zu 315 Kilometer weit fahren. Wir fahren aber noch nicht los, sondern wir gucken uns das Auto erstmal genauer an. Wie lang ist eigentlich so ein Lexus UX 300e? Messen wir mal nach. 1, 2, 3, 4, 50. Genau 4,50 Meter wie ein VW Tiguan. Der Unterschied, der Tiguan ist praktisch, der will einfach nur schön sein und nicht praktisch. Das kann ich euch auch beweisen. 4,50 Meter, nur zur Erinnerung. Und ich sage jetzt mal ganz kurz nichts, denn ich muss mich konzentrieren. Voilà, ich sitze. Aber nicht bequem. Ganz ehrlich, ich kriege meine Füße hier nicht unter den Sitz. Ich bin 1,80 Meter, ich habe den Fahrersitz auf meine Größe eingestellt. Jetzt sitze ich dahinter. Ich stoße nicht an mit den Knien, auch noch nicht mit dem Kopf. Ich bin kurz davor, aber so möchte ich nicht Langstrecke fahren. Denn der Fahrzeugboden, der ist ziemlich hoch geworden. Und das liegt daran, dass unten die Batterien sind. Entsprechend sitze ich hier. Bequem ist das nicht. So, herzlich willkommen im Innenraum des Lexus UX 300e. Lexus UX ist ja für uns kein neues Auto. Wir kennen das Auto schon seit Anfang 2019 und ich habe mich schon damals so ein bisschen verliebt in dieses Auto, in dieses Interieur. Warum? Weil er klein, kompakt ist, weil er um den Fahrer herum gebaut ist, weil er klar strukturiert ist und vor allen Dingen, weil er ganz, ganz fein und sauber verarbeitet ist. Wusstet ihr, dass alle Lexus UX von Hand lackiert werden, dass die Ledersitze von Hand genäht werden und wenn das Auto fertig ist, kommt es nochmal in so ein Quiet Room, das heißt wirklich so, und da sind nochmal Ingenieure und gucken, oder sind Mitarbeiter von Lexus und die gucken, ob da noch irgendwas knistert, vibriert, ob da noch was knarzt oder knackt. Ich muss sagen, hier knarzt und knackt nichts. Man merkt wirklich, dass Lexus die Edeltochter von Toyota ist. Und ich erkläre euch mal kurz das Cockpit. Wir haben hier im Sichtfeld einen Monitor, ist kein Touch-Monitor, sondern hier auf dem Tablet wird so ein bisschen gescrollt und geklickt. Und ich muss sagen, während der Fahrt ist das nicht einfach. Habe ich schon in diversen Lexus-Modellen kritisiert, dass kann BMW besser mit dem Drehrücksteller, das kann Toyota bei der Supra besser mit dem Drehrücksteller, weil der ist ja von BMW. Bei Lexus, muss ich sagen, ist das leider Murks. Ich kann es während der Fahrt nicht bedienen. Alles andere, was ihr hier seht, macht richtig Sinn, ist gut gemacht. Wir haben hier den Startknopf, wir haben hier die Klimaeinheit, unten drunter Sitzheizung, Lenkradheizung, Sitzlüftung, hier Kurzwahltasten für Radio und Connectivity, aber wie gesagt, dieses Touchpad Lexus, so wird das nichts mit uns. Wir fahren 204 PS und bis vor kurzem war das noch Golf GTI, aber das war die alte Welt, das war die Verbrennerwelt. Wir sind in der Elektrowelt und in der Elektrowelt gibt es auch noch Lenkradpedals und an diesen Lenkradpedals spiele ich gerade mal ein bisschen rum und du kannst hier viermal nach oben, also viermal plus, viermal minus und dort stellen wir die Intensität der Bremsenergie-Rückgewinnung, also der Rekuperation ein. Und man kann das Auto auch fahren, wenn man ganz vorsichtig ist, nur mit einem Pedal, nämlich nur mit dem Gaspedal. Und dann geht man vom Gas und dann fängt das Auto automatisch an zu verzögern und gewinnt die Energie, die ansonsten verloren wäre, wieder zurück und speichert sie ab in der Batterie. Und wenn man das ganz oft macht, sieht man das auch, die Reichweitenangabe wird größer. Zurzeit steht sie
bei 240 Kilometern. Beim Start waren es 300 Kilometer und wir sind aber noch keine 60 Kilometer gefahren, glaube ich. Natürlich, es ist hier 9 Grad. Wir haben ein bisschen gefilmt, wir haben ein bisschen fotografiert. Da müssen wir so ein bisschen hektisch teilweise Auto fahren und können nicht ganz so auf Verbrauch fahren. Aber ich glaube, diese Angabe mit 305 bis 315 Kilometern, das ist wirklich realistisch, denn es entspricht ja auch den WLTP-Richtlinien, der WLTP-Messung. Und damit hat sich Lexus nicht so weit aus dem Fenster gelehnt. Jetzt habe ich hier mal die Rekuperation auf scharf gestellt und ich muss an der roten Ampel fast gar nicht bremsen, nur zum Schluss hin, bis er steht. Und er speichert so weitere Energie dazu. Wirklich eine schöne Sache. Aber was vor allen Dingen eine schöne Sache ist, ich mag ja das Fahrwerk vom Lexus UX. Ich mag diese Architektur. Hat ja auch schon der UX 250H, das Hybridmodell. Das ist nicht SUV, das ist Crossover. Also du sitzt nicht hoch auf deinem Bock und fährst hier ein großes Geländeauto. Nein, du hast eine ziemlich niedrige Sitzposition in diesem Auto. Und vor allen Dingen hast du eine sehr direkte Lenkung. Die haben das Auto sehr straff ausgelegt. Klingt jetzt nicht nach Tortur. Du hast immer noch einen gewissen Restkomfort, aber das Auto ist eher sportlich ausgelegt. Auch die Lenkung haben sie ziemlich straff direkt ausgelegt. Mir macht das Auto Spaß zum Fahren, aber wie gesagt, die Augen sind immer auf der Restreichweitenanzeige, weil ich finde 305 bis 315 Kilometer ist jetzt nicht so das Auto, wo ich sagen würde, das ist ein Erstauto. Das geht eher in die Richtung Zweitwagen mit dieser Reichweite. Denn wenn ich mir jetzt vorstelle, ich will mal in den Urlaub fahren, wir sind hier in Köln, ich will nach Hamburg 400 Kilometer fahren, kommst du schon mal mit einer Tankladung nicht hin, musst aufladen zwischendurch, dann fährst du Autobahn, das Ding kann 160 km/h Spitze, dann fährst du mal 150 und dann wird es aber auch nichts mehr mit 300 Kilometern. Dann bist du auf einmal bei 220, 230 Kilometern Reichweite, weil der Verbrauch dann natürlich auch ansteigt. Und du willst mit dem Auto lieber pendeln, zur Arbeit fahren, die von Toyota sagen, der Durchschnittseuropäer fährt am Tag so ungefähr 45, 46 Kilometer. Zu diesen Durchschnittseuropäern zählen wir auch. Wir fahren im Jahr ungefähr 12, 13, 14.000 Kilometer. Wenn du das ausrechnest auf die Arbeitstage, kommst du ungefähr bei den paar 40 Kilometern raus. Dafür ist das Auto gut. Aber wie gesagt, worst case, du willst mal in den Urlaub fahren, kannst vergessen. Gemessen an der Konkurrenz, VW kommt beim ID.4 mit einem 77 Kilowattstunden Akku. Und da sind 54 Kilowattstunden schon sehr wenig. Denn du willst ja mit dem Auto fahren. Der macht ja Spaß. Der ist ja richtig agil. Der geht ja. Wenn du hier aufs Gas, auf den Pinsel trittst, da kommt ja was. Vor uns ist jetzt so ein BMW 530D. Hey, rein, Sechszylinder. Komm, marschier. Und ich könnte locker mithalten. Ich war eben an der Ampel, rote Ampel. Und ich habe mich unterhalten mit Dean, sitzt neben mir, mein Kameramann. Und die Frau hinten im roten Toyota Yaris, wir sind hier im Toyota-Land, die hat gehupt, weil ich habe gepennt. Aber dann habe ich mal auf den Pinsel getreten und da war die weg, die Frau. Ich habe sie gar nicht mehr gesehen im Rückspiegel. So einen tollen Durchzug, so einen Fahrspaß hast du mit dem Auto. Natürlich, wenn du es übertreibst, dann geht die Reichweitenanzeige, die geht runter, geht in den Keller und da gehen die Kilometer viel schneller runter als beim Tacho hoch. Young, old, all you lovers, this is our time to rise back from the sand and claim our freedom. Talking about the freedom. Wir sind zurück in Köln-Müngersdorf und wir wollten ja noch eine Frage klären. Spielt er jetzt Erste Liga oder spielt er nicht Erste Liga, der neue Lexus UX 300e? Ich sage, er spielt in einer anderen Liga, denn er ist handlich, er fährt gut, er ist edel
aber auch teuer und klein im Innenraum. Und er hat vor allen Dingen eine ganz kleine Batterie, 50 Kilowattstunden oder 54 Kilowattstunden. Er lädt in 50 Minuten von 0 auf 80% und damit ist er bedingt reisetauglich. Wir werden ihn öfters mal in der Stadt sehen, dieses Auto. Und wer einen hat, der kann sagen, ich fahre Lexus UX300e und gehöre dazu zu einer ganz elitären Minderheit, die aber trotzdem ein schönes Auto fährt.